So, herzlich willkommen alle zusammen. Es ist schön, wieder euch beim Heldendonnerstag begrüßen zu dürfen. Und wie ich sehe, sind es wie immer eine gute Mischung aus altbekannten und loyalen Heldendonnerstag-Follower und auch einige neue Namen dabei von Menschen, die ich noch nie gesehen habe auf der Liste. Und ich begrüße euch alle richtig herzlich willkommen beim Heldendonnerstag. So, das heutige Thema, wie ihr alle bestimmt wisst, sonst wäre nicht da, ist die 7 Geheimnisse des erfolgreichen Workshop-Leiters. Und darum wird es in der nächsten Stunde sich drehen. Wir sehen hier weiter, genau. Jetzt machen wir mal kurz einen Tone-Check, wie immer. Für diejenigen, die das erste Mal neu dabei seid, es geht darum, dass ihr eure Aufmerksamkeit in Richtung euer GoToWebinar-Questions-Box, also ihr werdet sehen, auf der rechten Seite, es gibt eine Chatbox. Die Chatbox ist für euch, dass ihr Messages schicken könntet aneinander oder an uns, aber was wir eigentlich gerne nutzen während des Webinars, ist die Questions-Box. Deswegen meine Bitte an euch, wenn ihr mich hören könntet, dann tippt euer Ja, ich höre in der Questions Box, sodass ich sehen kann, dass es bei euch gut ankommt. Wer traut sich als Erster? Vielleicht der Jörg oder die Marilyn? Hört ihr mich nicht? Ach, der Rainer hört mich. Hallo Rainer. Ah, super. Hallo Jörg, grüß dich. Wir sind übrigens bei per Du auf bei Heldendonnerstag. Ich hoffe, das ist für alle okay. Das machen wir gerne im Webinar-Rahmen, wo es ein bisschen intimer ist. Ja, das ist okay, super. So, ich sehe schon, dass ihr scheint gut hören zu können. Für den Fall, dass ihr nicht hören könnt, wird dieser Hinweis euch nicht helfen, dass ihr euch an Heiko wenden könntet. Genau, er hat schon eine Nachricht geschrieben, mein Mann hilft mir ein bisschen mit der Technik jedes Mal. Hallo Isabella, grüß dich, schön dich wiederzusehen aus Hamburg, grüß dich. Genau, aber es scheint gut zu gehen. Also wenn ihr überhaupt im Laufe des Webinars heute Abend Schwierigkeiten habt, dann könntet ihr euch hier in diese Questions Box das reinschreiben. Heiko wird ein bisschen Acht darauf geben und versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. Grüße aus Bayern kriege ich gerade. Die Marilyn hört auch aus Wien. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir weiter. Also die Housekeeping-Regeln, wie man so schön auf Englisch sagt, für eine optimale Webinar-Erfahrung. Also erstmal euer E-Mail-Programm raus, dass es nicht bei euch pinkt und macht und tut. Und alle Bandbreitenschlucker auch aus. Das sind andere Webbrowser, die ihr vielleicht offen habt oder Videos im Hintergrund bei YouTube. Ich weiß gar nicht, was ihr da alles schaut. Und für diejenigen, die heute Abend per WLAN eingebunden sind, nämlich Wireless LAN, falls ihr Schwierigkeiten haben sollten, währenddessen könntet ihr natürlich einfach euer Internetkabel wieder hernehmen, falls es wackelt oder rückelt. Das sollte nicht vorkommen, aber man weiß es ja nicht. Und wer mit dem Audio grundsätzlich Schwierigkeiten haben sollte zwischendurch, kann im Audiobereich in der Webinar-Panel auf Telefon klicken. Und dort wirst du eine deutsche Festnetznummer bekommen, die du per Telefon anrufen kannst. Also das geht alles wunderbar. Heute Abend nehmen wir wie immer auf, also es wird eine Aufzeichnung geben von dieser Webinar, die allerdings nicht zur Verfügung gestellt habt. Also gut, dass ihr heute Abend dabei seid. Und wir machen das immer so, dass wenn ihr später in der FAQ-Runde am Ende des Webinars euch zum Wort meldet, dass ihr euch, dass ihr euer Erlaubnis damit gibt, dass ihr eben aufgezeichnet werden dürftet. Das heißt, wenn ihr nicht in der Aufzeichnung dabei sein wolltet, dann lieber stellt ihr eure Questions oder eure Fragen über diese Questions-Box anonym und wir werden einfach später die dann fragen, ohne euren Namen. Für die Fortgeschrittenen unter euch, wie immer, der Hashtag für den heutigen Tag ist #HeydO9. Ihr könntet somit über die aktuellen Ereignisse heute Abend berichten auf Twitter. Also diese Woche habe ich ganz viel gepostet auf meine Twitter-Account bei twitter.com/HeroCoaches. Und das könntet ihr auch tun. Genau. So, jetzt kommen wir zu dem Highlight des heutigen Abends. Es geht um die Uta Langley, unsere heutige Gastrednerin. Die Uta Langley ist eine fachkundige Frau und eine gefragte Rednerin mit über 20 Jahren Trainererfahrung, die sich auf die Themen Glück und Erfolg sowie Workshop-Gestaltung spezialisiert hat.
Geboren ist Uta in Berlin und aufgewachsen ist sie in der Nähe von Würzburg. Genau gesagt im Wertheim. Also von euch, die gerne shoppen gehen, das ist auch ein schöner Outlet-Mall dort, der Wertheim Village. Vielleicht werde ich Uta mal dort treffen. Ja, obwohl sie in Deutschland aufgewachsen ist, ist sie doch vor 19 Jahren, wurde sie von Robert Bosch nach England als Marketingmanagerin gesendet und hat sich dann dort selbstständig gemacht. Heute arbeitet Uta als Trainerin und Coach und ist darüber hinaus an einigen sehr interessanten Projekten beteiligt. Zum Beispiel hat sie an der Universität in Bath in England den Kurs Women into Enterprise geleitet und vor kurzem zudem den internationalen Glück bei der Arbeit Telesummit organisiert. Ich persönlich kenne oder habe Uta beim Business Workshops in London und Irland näher kennengelernt. Und ich kann euch sagen, sie hat eine wirklich ansteckende Energie und Dynamik, also gerade wenn sie über ihr Metier erzählt, nämlich Happiness bei der Arbeit. Und so kamen wir in ein Gespräch, weil das Thema mich auch jetzt sehr interessiert. Und das Witzige war, dass wir eben auf Deutsch sprechen dürften, also nach so vielen Tagen Englisch war das ziemlich erfrischend, fand ich. Mit ihrer inspirierenden Art und ihrer Kombination aus Spaß und Pragmatismus ist Uta geradezu perfekt als Gastrednerin bei unserem Heldendonnerstag. Heute Abend erwartet euch klare Workshop-Methoden und Techniken, die sich ab morgen direkt in die Praxis umsetzen lassen. Und ich kann euch sagen, ist eine besonders schöne Sache, dass die Uta uns den Vergleich heute Abend zwischen Online und Offline immer wieder herstellt. Denn ihr wisst, wie bei Heldendonnerstag geht es um Coaching und Training im digitalen Zeitalter. Und dort ist diese Kombination aus Offline und Offline, Online sehr wichtig. So, ich bin sehr glücklich, Sie heute Abend hier zu haben und ich sage einfach mal herzlich willkommen auch Uta Langley. Und Uta, ich hoffe, dass du ready bist, weil ich stelle gerade jetzt gleich auf dich. Mach dich erstmal auf laut. Kannst du mich hören? Ja, kann ich. Könnt ihr mich auch hören? Ja, wir können dich auch hören. Also ein kurzer Moment für die Teilnehmer. Wunderbar. Sehr gut. Ich stelle jetzt den Presenter-Modus auf dich. Okay. Und übergebe dir das Wort. Viel Spaß. Okay, das ist so, wenn man im Live-Seminar sowas macht, mit der Technik rumspielen, dann sagt man mal, redet mal unter euch selber. Okay, here we go. Ist immer klasse, wenn die Technik mitspielt. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, vielen Dank, dass ihr mir eure Zeit gibt und vielen Dank auch für die Leute, die sich vorher die Mühe gemacht haben, die Frage zu beantworten. Und wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Ich trainiere seit 20 Jahren, wie Shelia ja gesagt hat. Ich habe angefangen als Student Brain Training und Präsentationsfähigkeiten zu trainieren für andere Studenten. Habe dann bei Robert Bosch angefangen als im Marketing, im Autozubehör und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass mir die Sparkplugs irgendwie doch nicht so furchtbar liegen. Und es gab dort ein Change Management Programm und man hat für nach Moderatoren gesucht und habe ich mich sofort gemeldet und habe meine Liebe das Training entdeckt. Seitdem habe ich immer wieder trainiert, vor allem im Business-Bereich und habe sehr, sehr verschiedenartige Gruppen gehabt. Studenten, internationale, Manager in England, Manager in Deutschland, Selbstständige, Frauen, sehr gemischt. Und habe auch ziemlich haarige Situationen gehabt, Leute, die sehr, sehr negativ sind, Leute, die anfangen zu heulen, schweigende Teilnehmer, Unternehmen, die den Bach runtergehen. Habe also sehr viele verschiedene Situationen schon gehabt. So, bevor wir anfangen, Leute, die Notizen machen, merken sich 20% mehr als die, die nicht, selbst wenn sie niemals wieder ihre Sachen anschauen. So möchte ich euch wirklich einladen, ein paar Notizen zu machen, während wir hier durch das Thema gehen. Das andere ist, dass ihr euch besser konzentrieren könnt, wenn ihr vielleicht nicht in eurem BlackBerry oder iPhone spielt und wie auch schon Shelia gesagt hat, andere Programme ausschaltet. Ich möchte mich entschuldigen im Vorhinein. Ich lebe seit 19 Jahren in England, obwohl ich Deutsche bin. Meine Trainingserfahrung ist vor allem im englischen Bereich, in Englisch. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass ich einige Wörter verwechsel oder mir nicht einfallen im Deutschen und auch, dass vielleicht meine Grammatik komisch ist. Wenn ihr immer ein Mädchen seht mit der Hand hoch, was unten in der rechten Ecke seid, dann heißt es, ihr seid dran. Und das ist mein Zeichen für meine Teilnehmereinbeziehung.
Und in diesem Fall möchte ich euch einladen, vielleicht mal zu zählen über das ganze Webinar, wie viele englische Worte ich gebrauche, wo es eigentlich ein gutes Deutsches für gäbe. Und auch, wie viele Methoden ich euch vorstelle und wie viele davon digital oder virtuell verwendbar sind. Und am Ende mache ich euch ein Geschenk. Okay, so erstmal möchte ich gerne, dass ihr mir sagt, was ihr seid. Das heißt, ich mache jetzt hier einen kleinen Poll. Seid ihr Trainer, Coaches, Berater? Und vielleicht könnt ihr das kurz mal eintippen. Bitte. Oh, ein Berater, Berater, ein Mix. Wunderbar. Mehr Berater, ein Mix. Das ist, glaube ich, auch meine Erfahrung. Es gibt sehr viele Leute, die einfach Coaching, Training, Beratung, alles zusammen machen. Okay, vielen Dank. Ein paar Leute vielleicht noch jetzt wählen, sonst machen wir es schnell zu. Jetzt zurück. Und die nächste Frage. Hoffentlich, ja. Wie weit seid ihr Trainer? Das heißt, wie viele Trainings habt ihr selber gemacht? Und wie viele davon waren digital? Vielleicht könnt ihr euch das auch noch mal kurz machen. Oh, das heißt, sehr viele Erfahrungen gemischt. Wunderbar. Das heißt, was auch immer ihr macht, ihr werdet immer Leute im Publikum haben, die viel Erfahrung haben. Und für viele Trainer ist es dann eine haarige Angelegenheit, aber ich denke immer, es ist wunderbar. Das heißt, die Leute im Raum, vor allem wenn man das live macht, haben unheimlich viel Erfahrung, auf die ich mich zurückziehen kann, auch die mir helfen. Ja, also vielen Dank fürs Wählen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie viele davon findet ihr klasse? Was für eine Erfahrung habt ihr gehabt, wenn ihr selber trainiert habt? War die Erfahrung super? War die gut, schlecht oder gemischt? Super gut. Ah, wunderbar. Das heißt, wir haben echte Trainingsfans im Publikum. Wunderbar. Vielen Dank. So, jetzt kann man das mal wieder zurück. Jetzt geht es weiter. Also, wir haben ein gemischtes Publikum. Und ihr habt alle sehr viel Trainingserfahrung. Das heißt, ich hoffe, dass ihr irgendwas findet, was euch irgendwie entweder erinnert an die gute Praxis oder wo ihr sagt, oh, das ist vielleicht was Neues. Bitte macht ein Bild, während wir reden, weil wie ihr ja wisst, kann man mit Bildern sich sehr schön das Gedächtnis auffrischen. Und ich werde euch jedes Mal, wenn ich was Neues bringe, sagen, wo man das vielleicht einbringen kann im Bild. Und am Anfang von dem Bild, bitte malt mal einfach einen Kreis in die Mitte. So, das Bild ist im Querformat und ein Kreis in die Mitte. Okay. So, das ist, worüber wir heute reden. Das haben wir versprochen. Das sind 7 Geheimnisse. Und natürlich ist das ein Überblick. Und wir haben so ungefähr 45 Minuten. Und am Ende 10 Minuten, um Fragen zu beantworten. Und natürlich kann ich nicht alles im Detail machen. Ich weiß auch von denjenigen, die die Fragen beantwortet haben, dass einige von euch gerne viel mehr wissen wollen über Coaching on the Web oder im Internet oder Coaching via Skype. Wenn ihr das wart, dann möchte ich euch einfach nur dazu auffordern, vielleicht zuzuhören und sehen, was davon kann ich auch im Coaching verwenden. So, eine meiner Kundinnen, die zu meinem Workshop-Seminar gekommen ist, hat ihr Coaching verändert. Auch wenn sie Einzelarbeit macht, arbeitet sie jetzt anders durch das, was sie in dem Workshop gelernt hat. Viele der Sachen können einfach verwendet werden im Coaching und auch bei Präsentationen. Es ist ähnlich. Wie halte ich ein gutes Webinar, hat jemand gefragt. Ich hoffe, dass wir das hier zeigen. Und da geht ein großer Dank an Shelia, die hat eine unheimliche Erfahrung darüber. Und davon habe ich auch schon profitiert. Und das ist wahrscheinlich meine größten Ziele, ist, dass man immer wieder was lernen kann. So, das Erste, worüber man sich immer Gedanken machen muss, ist natürlich, was man über das Publikum wissen muss. So, in eurem Bild könnt ihr jetzt mal vielleicht ein paar Strichmännchen reinmachen, die repräsentieren unsere Teilnehmer. So, was muss man wissen?
Mann-Frau ist wichtig. Wenn man ein rein weibliches, eine rein weibliche Gruppe hat, ist es eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man eine gemischte Gruppe hat oder eine rein männliche Gruppe hat. Männer brauchen etwas länger, um sich zu öffnen, während Frauen oft sofort sagen, so bin ich und hier ist mein Problem. Man kann anders anfangen zu arbeiten mit Frauen, schneller an die mehr heißen Themen geben. Und es kann natürlich auch sein, wenn man eine reine Frauengruppe hat, dass es da Tränen gibt. Da muss man einfach ein bisschen drauf vorbereitet sein. Mit Männern muss man etwas mehr strukturiert oft umgehen. Und das ist natürlich eine ganz große Generalisierung. So bitte, bitte hängt mir das nicht hinterher an. Ja, es ist einfach nur eine Information. Alter, auch da keine Generalisierung. Ich habe sehr, sehr fitte 80-Jährige getroffen und sehr unfitte 20-Jährige. Oder auch sehr konservative junge und sehr offene alte, aber manchmal muss sich das einfach kurz vor Augen führen, was für eine Altersgruppe man hat, weil gewisse Sachen im Trainingsbereich kann man mit jungen Leuten eher machen als mit älteren Leuten umgekehrt. Beruf. Der Beruf zieht gewisse, alle Berufe ziehen gewisse Persönlichkeitstypen an. Und das heißt zum Beispiel, wenn man mit Projektmanagern arbeitet, hat man oft introvertierte Denker, Leute, die sehr strukturiert arbeiten. Wenn man zum Beispiel mit Verkaufsleuten arbeitet und trainiert, ist es eine ganz andere Atmosphäre. Lokalität, man muss es einfach nur wissen, haben die Leute, sind die zum Beispiel von weit angereist? Oder natürlich gibt es Sprachenthemen dazu. Ja, wenn jemand Englisch als zweite Sprache oder Deutsch als zweite Sprache hat, dann muss man sich gewisse Sachen anders überlegen als Trainer. Welche Stellung im Beruf? Tippt mal ein, ob jemand von euch im, trainiert in Unternehmen. Und einfach nur ja, Unternehmen. Ja, wenn man im Unternehmen trainiert, dann gibt es natürlich Stellungen und Hierarchien und manchmal hat man Leute von verschiedenen Hierarchien. Ebenen in derselben Gruppe und das ist weder gut noch schlecht, das ist nur einfach was, was man bedenken muss. Oder zum Beispiel, wenn der Boss im selben Training ist, dann muss man das wissen und oft als Trainer muss man das ansprechen. Einfach nur, weil sonst jeder weiß das und Leute warten irgendwie darauf, dass man darüber redet. Was für Schwierigkeiten haben die Leute? Warum kommen die überhaupt? Und die wichtige Unterscheidung oft auch im Bereich ist, kommen die freiwillig oder sind die gezwungen? Und was ich damit meine ist, wenn die Leute selber kommen, entweder weil sie gerne das möchten oder weil es sie interessiert, dann ist es eine ganz andere Atmosphäre, als wenn jemand gezwungenermaßen kommt. Gezwungenermaßen heißt, dass der Boss sagt, du musst auf dieses Seminar kommen, du musst Zeitmanagement lernen. Und wenn man das weiß, dann als Trainer, dann kann man sich total darauf einstellen. In dem Sinne, dass man am Anfang viel mehr arbeiten muss, viel härter arbeiten muss, damit die Teilnehmer überhaupt sehen, dass es einen Vorteil gibt für sie, dass sie daran irgendwas gewinnen von dem Seminar. Ja, das heißt, wenn die Leute freiwillig kommen, ist es einfach einfacher. Zum Beispiel mein Kurs an der Universität in Bath, eine ganz andere Atmosphäre als Managementgruppen, die geschickt werden. Und als Trainer musst du einfach nur vorbereitet sein. Ängste. Die meisten Menschen gehen nicht unbedingt gerne auf Seminare. Nicht alle. Das heißt, ich wollte mal kurz einen Poll nochmal launchen. Nee, egal. Wenn ihr auf Workshops geht, tragt mal schnell ein. Habt ihr da nur Vorfreude? Das heißt, ihr seid aufgeregt, ihr findet das klasse, ihr freut euch auf die Leute. Oder habt ihr vielleicht sogar leichte Bedenken, ob man das findet, wer wohl in der Gruppe sein wird, ob die alle nett sind. Seid ihr nervös? Im Sinne von, ich habe da gar keine Lust hinzugehen, ich bin mir nicht sicher. Ich mag eigentlich keine Gruppen. Oder geht ihr überhaupt nicht auf Seminare? Also hier, vor allem Vorfreude. Was Gutes für euch, das heißt aber auch, dass ihr vielleicht anders seid als eure Zuhörer. Ja, das sind oft Sachen, die man sich, wenn man selber gerne auf Seminare geht, stellt man sich das oft gar nicht vor, was für Bedenken Leute überhaupt haben. Das heißt, die meisten Menschen möchten sich nicht gerne blamieren, möchten nicht dumm aussehen, aber oft hadern sie mit so ganz einfachen Sachen, wie werde ich das auch finden, gibt es genug Kaffee, lacht jemand über mich. Und wir müssen uns da vorher drüber Gedanken machen. Und das ist dasselbe
wenn man digital unterrichtet. Die andere Frage, die man sich stellen muss, ist, warum kommen die überhaupt? Welche Ängste haben die in ihrem normalen Leben? Das heißt, was ist deren Motivation, überhaupt zu kommen? Und hier ist es auch so, es ist einfach nur ein Bewusstsein. Ja, ist es irgendwas, was schwierig ist für sie, gerade im Moment in deren Leben? Geht das Unternehmen den Bach runter? Haben sie keinen Partner? Sind sie unglücklich? Haben sie kein Business? Sind sie nicht gesund? Und es geht einfach nur darum, dass wir als Trainer bewusst sind. Und das ist zum Beispiel schwieriger, im virtuellen Bereich herauszufinden. Einwände. Jemand von euch hat geschrieben, ich möchte gerne Methoden und Business für virtuelles Training herausfinden. Und hier ist ein Tipp. Man muss wissen, warum, was für Einwände die Leute möglicherweise haben könnten, bevor und während deinem Training. Das heißt, manche Leute finden es nicht schön, in der Gruppe zu arbeiten. Manche Leute haben Probleme mit Geld. Das heißt, sie möchten unbedingt, dass du ihnen was Wertvolles bietest. Eine andere Sache ist, ich trainiere manchmal Rechtsanwälte und auch Steuerberater, und die wissen genau, wie viel sie in der Stunde wert sind. Das heißt, die sitzen da und sagen, ich bin wert 200 Euro oder 200 Pfund in der Stunde, leiste mal was, bring mal was. Und ich habe das Gefühl, mit den Gruppen muss man ganz anders arbeiten. Du musst schneller sein und du musst dir wirklich sehr bewusst sein, was die Leute aus diesem Training rausnehmen. Ich bin einzigartig ist eine andere Einwand, die Leute haben, bevor sie zum Training kommen. Die sagen, das geht auf Unternehmensebene, auf Professionsebene und auf individueller Ebene. Zum Beispiel, die Rechtsanwälte sind immer anders. Die denken, dass man im Management-Training, dass das ganz zugeschnitten sein muss auf sie, obwohl das trotzdem nur Menschen sind. Die Individuen haben oft die Befürchtung, dass was zum Beispiel dort angeboten wird, nicht direkt auf sie zutrifft. Und dann die Leute, die ich gerne habe, ist, ich habe schon alles versucht. Zum Beispiel, ich bin bei einer Mentorin im Businessbereich, wo viele Leute jetzt bei ihr sind, die schon vorher alle möglichen anderen Mentoren ausprobiert haben. Und sie weiß das und sie weiß auch, dass sie da irgendwie jetzt wirklich die letzte Rettung ist für viele Leute und dass viele Leute massive Schulden haben zum Beispiel. Ja, das ist einfach was du vorher wissen musst und bei deinem Training mit einbeziehen musst. Weil viele Sachen haben wir alle schon gelernt, aber wir haben es noch nicht gelernt, wie wir das in Geld umsetzen können oder wie man das praktisch macht. Und so Sachen musst du einfach als Trainer vorher wissen. Und natürlich, was die Leute erreichen wollen. Ja, müssen die was anders machen können am Ende oder müssen die nur Spaß haben, weg vom Büro sein oder müssen sie gewisse Konzepte wissen? Und das ist natürlich ein ganz anderes Training, wenn du zum Beispiel daran denkst an, sagen wir mal, Vertrauenstraining. Ja, es ist ein Unterschied, ob Leute darüber theoretisch Bescheid wissen wollen oder müssen oder ob sie andere Verhalten an den Tag legen müssen. So, hier sind unsere 5 Faktoren. In eurem Bild könnt ihr mal jetzt in der oberen linken Ecke ein Flipchart einmalen, wenn ihr ein Bild malt, mit dem Titel Ergebnisse. Viele Trainer und auch Lehrer planen nach Aktivitäten und nicht nach Ergebnissen. Während mein Ansatz ist, dass man zuerst Ergebnisse festlegen muss. Und ich zeige euch 3 verschiedene Blickwinkel. So, man fragt sich bevor, und das ist bevor du dir überlegst, welche Übungen du mit den Leuten machst und welche Präsentation du denen zeigst, fragst du dich, was müssen die Leute wissen am Ende? Sind es Konzepte, sind es Methoden? Was müssen sie anders machen können? Welche Fähigkeiten müssen sie haben? Und da ist wieder dasselbe, ob jemand einfach nur wissen muss, theoretisch, wie man ein Webinar macht, oder ob er das dann selber machen kann, das sind 2 verschiedene Arten zu trainieren. Und das ist dasselbe digital oder virtuell und auch im Live-Workshop. Und was muss Ihre Einstellung sein? Wie muss das unterschiedlich sein?
wie musst du deren Denken beeinflussen? Wenn wir zum Beispiel zu unserem Vertrauenstraining zurückgehen, ja, muss jemand wissen, welche Grundregeln es gibt, was die Glaubenssätze sind, was der Zusammenhang zwischen Denken und Fühlen ist. Wenn du jemanden aus deinem Training rauslassen willst und der hat mehr Vertrauen, dann musst du dem wirklich was beigebracht haben, dass er oder sie ein anderes Verhalten an den Tag legt. Das heißt, du musst was geübt haben mit denen, du musst denen Rollenspiele gegeben haben und du musst auf alle Fälle deren Einstellung beeinflusst haben. Die meisten Leute denken, dass Vertrauen eine Sache ist, die man irgendwie bei der Geburt mitgekriegt hat und du musst deren Denken verändert haben am Ende zu dem Schluss, dass man Selbstvertrauen lernen kann. Sonst hätte es natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn man zum Training kommt. Aber die meisten Leute glauben das am Anfang nicht. Und das ist eine Art, sich selber vorher zu fragen, was müssen die Leute wissen, was für Fähigkeiten brauchen sie und was für Einstellungen haben sie am Ende. Unser zweiter Blickwinkel ist zu fragen, sich in die Leute reinzuversetzen, deine Teilnehmer reinzuversetzen und zu fragen, am Ende meines Trainings, was möchte ich, dass die Leute sehen? So zum Beispiel, du kannst dir überlegen, ob du möchtest, dass die andere lachende Gesichter sehen oder dass sie viele bunte Sachen im Raum sehen. Was muss visuell passiert sein? Wie möchtest du, dass die Leute sich fühlen? Na, hier ist zum Beispiel eine Sache, wenn du virtuell trainierst, um den Leuten hinterher was zu verkaufen, möchtest du vielleicht, dass sie sich schlecht fühlen am Ende deines Trainings und nicht wunderbar. Du möchtest vielleicht, dass sie sagen, Mann, was der anzubieten hat oder diejenige anzubieten hat, ist genau das, was ich brauche. Und wenn man sich diese Sachen als Trainer vorher überlegt, kann man dagegen alle seine Planungen dagegen checken. Wie willst du, dass die Leute sich fühlen, was sie sagen? Natürlich möchtest du auch denken, sie sagen, Mensch, der Jörg hat eine super Idee gehabt oder der Joris hat das wirklich strukturiert gemacht. Und für manche von uns wird es ein unterschiedliches Bedürfnis sein. Was wir erreichen wollen, wird unterschiedlich sein, selbst wenn wir dasselbe Thema haben. Und das gibt drei verschiedene Arten, diese Ergebnisse zu planen. Einmal, du planst für dich selber, natürlich im stillen Kämmerlein und überlegst dir, was du persönlich erreichen willst. Ja, weil du hast das ja vielleicht schon mal gemacht, du kennst das Thema oder du hast jemanden anderen gesehen, der das ähnliche Thema gegeben hat, sodass du dir selber deine Ziele setzt. Du fragst, wie wir das jetzt hier gemacht haben, was der Teilnehmer erreichen will. Und du kannst das im digitalen oder im Live-Bereich machen, indem du Leuten einen Fragebogen schickst oder die Leute vorher interviewst. Oder du kannst die auch fragen, sobald die kommen, was sie gerne erreichen wollen. Wenn ich ein Seminar live halte, frage ich immer die Gruppe, was sie erreichen wollen. Weil ich weiß, dass selbst wenn ich einen Fragebogen geschickt habe, für die Leute, die zum Beispiel extravertiert sind, die haben keine Lust, Fragebogen auszufüllen, die möchten das vor Ort machen, die möchten darüber reden. Das heißt, ich frage bei jedem meiner Seminare, was für Ziele die Leute haben und normalerweise schreibe ich das in der Flipchart und wir können da hinterher auch immer wieder zurückkommen. Und das ist für mich dasselbe im virtuellen Bereich, aber natürlich hier, wenn ich nur eine Stunde oder 45 Minuten Zeit habe, dann mache ich das nicht so, dass man das austauscht. Ich denke, man muss sich da auch bewusst sein, dass im digitalen Bereich das sehr abhängig ist von der Technologie, die du benutzt. Es gibt Technologie, wo man zum Beispiel wie ein Flipchart benutzen kann. Okay, so. Jetzt haben wir über unsere Leute nachgedacht und wir haben uns überlegt, was für Ziele wir erreichen wollen. Jetzt können wir mit unserem kreativen Workshop-Design anfangen. Und ich möchte euch das Bild geht in die linke untere Ecke. Da kann man einen Kreis malen mit 7 Schritten, weil es werden 7 Schritte. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Workshop-Design ist ein kreativer Prozess. So, das erste haben wir schon hinter uns. Wir haben uns überlegt, was die Teilnehmer und die Ziele sind. Und der zweite Schritt ist Ideensammlung.
Und das bedeutet, wenn mir jemand ein neues Thema gibt, ich lese wie verrückt, ich habe viele Bücher, ich gehe ins Internet. Wenn es ein ganz neues Thema ist, bestelle ich mir immer 3 Bücher, weil in meiner Erfahrung finde ich meistens eins, wo mir so das im Großen und Ganzen behagt, und dann in den anderen sind ein paar goldene Nuggets, irgendwas, was ich finde, was in dem ersten Buch nicht drin ist. Das Wichtige hier ist, dass ihr breit geht und irgendwie wild lest, wild sammelt, guckt, was ihr schon mal wo gemacht habt, irgendwelche Gedanken, die ihr dazu habt, und irgendwo diese ganze Sammlung anfangt. Und dann müsst ihr brüten. Ich hoffe, dass es das im Englischen hört sich das netter an, das heißt incubate. Und hier ist so, die Leute, die alles auf der letzten Minute machen, das ist so das ist eine Herausforderung für euch. Ja, du kannst diesen Teil kannst du zeitlich nicht schnell machen. Weil es ist was in deinem Hirn, das braucht einfach Zeit, um neue Konzepte aufzunehmen und mit dem, was du schon weißt, zu verbinden. Und ich weiß, wenn ich einen Workshop designe, gibt es immer einen Punkt, wo ich weiß, jetzt kann ich das machen. Ich bin fertig, ich bin bereit, ich habe gute Ideen, ich habe fast schon eine Struktur im Kopf. Wenn ich das versuche zu beschleunigen, dann dauert dieser Prozess sehr lange. Das ist auch dasselbe, wenn ich Moderation mache für Firmen, wo die Leute sagen, hier sind das, was wir erreichen wollen, und du hast ganz, ganz freie Gestaltung, dann kommt immer ein Moment, wo ich weiß, so mache ich das. Aber ich muss darauf aufpassen, dass ich genug Zeit lasse zwischen Nummer 2 und Nummer 4. Und hier kommt der Punkt, wo ich rausschreibe, alles, was ich nur Mögliches machen kann zu dem Thema. Also wenn es Confidence ist oder Time Management ist, dann schreibe ich 100 Ideen auf alles, was ich machen könnte. Und erst dann fange ich an zu sagen, okay, wenn dies meine Ziele sind und dieses meine Teilnehmer, was nehme ich, welche dieser Aktivitäten nehme ich und wie strukturiere ich die und wie nehme ich die in die Zeit. Und hier natürlich müsst ihr auf alle Fälle mit einbeziehen den Biorhythmus der Leute. Jeder weiß, im Englischen heißt es the graveyard shift, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt, das ist so diese Zeit nach dem Mittagessen, wo du dann merkst, dass die Leute so wirklich anfangen zu schlafen. Ich hoffe, ihr werdet niemals Alkohol bei euren Seminaren ausgeben. Das gibt es heute nicht mehr so, das gab es früher aber. Das ist dann wirklich schlimm. Oder zum Beispiel, ich weiß, dass ich arbeite mit der Ölindustrie, und manchmal kommen die Leute offshore und das ist ihr erster Abend auf dem Land. Und dann trinken die ganz furchtbar viel. Und das musst du wissen. Und da musst du halt planen, dass du um 3 Uhr nachmittags an dem nächsten Tag nichts machst, wo die sitzen und denken, sondern irgendwie, dass die rumrennen müssen und was ganz Kreatives machen. Oder was sie fürchterlich herausfordert, wo sie dann irgendwie ein bisschen Schiss haben. So zum Beispiel, das ist dann die Zeit, wo sie dann selber irgendwie ein Theaterstück aufführen müssen. Und dann überlege ich mir alle Widerstände und Einwände. Was sind all die Sachen, die die Leute an mich ranschmeißen können? Und wenn ich das gemacht habe, bin ich einfach vorbereitet. Dann weiß ich, was für Probleme auf mich zukommen. Und erst dann, als allerletztes, mache ich die Präsentation, mache ich die Unterlagen, schreibe ich eine Einladung und überlege mir, was für andere Hilfsmittel ich noch mitnehmen möchte. Und die letzten 3 Schritte sind mehr analytisch, deswegen sind die rot. Während die grünen sind auf alle Fälle mehr auf der kreativen Seite. Und das bedeutet, die roten könnt ihr relativ schnell machen am Ende, aber die grünen, da müsst ihr für Zeit lassen. 7 Schritte, um zu planen von jedem. Und jetzt gucken wir mal, was man eigentlich plant. Das heißt, was habt ihr zu planen? Format. So, das ist, wie man es so gestaltet, dass dir die Teilnehmer nicht einschlafen, dass es eine Energie gibt im Raum, dass die Leute das Gefühl haben, dass egal was du ihnen beigebracht hast, dass sie das irgendwo auch auf sich beziehen können. Und wie ihr seht, könnt ihr mal selber euch 3 Flipcharts in eurem virtuellen Trainingsraum malen auf eurem Blatt. In dem oberen Drittel, und auf dem ersten Flipchart sind eben die verschiedenen Formate, in die man Gruppen einteilen kann. Zum Beispiel, ich arbeite oft, dass ich gehe oft zu therapeutischen Workshops, und da scheint es oft nur die Möglichkeit zu geben, entweder im Kreis zu sitzen und lange zu reden oder Einzelarbeit
oder im Paar. Während ich liebe Kleingruppen und versuche auch immer, dass ich die Leute einfach mische. Das heißt, Leute sitzen nie lange bei mir auf demselben Platz und ich versuche immer, dass die mit allen möglichen Leuten zusammenarbeiten. Das hat mehrere Vorteile. Einmal ist natürlich, jedes Mal, wenn jemand aufsteht, passiert was physisch, ja, die kriegen mehr Energie und dann müssen sie da rumlaufen und wir brauchen das, vor allem, wenn ihr irgendwie ziemlich heftige Themen unterrichtet. Ja, zum Beispiel, wenn was ziemlich langweilig ist, was ich strategische plane oder Projektmanagement, das ist ja ziemlich heavy, das heißt, ihr müsst dann dafür sorgen, dass die Art, wie ihr das unterrichtet, etwas ansprechend ist und ein bisschen Energie liefert. Methoden. Ihr könnt ja mal eintippen, was für Methoden ihr alles selber schon verwendet habt. Da ihr ja selber saisonierte Trainer seid, könnt ihr mal eingucken, was ihr da alles sehen könnt an Methoden. Was habt ihr alles schon selber verwendet? Ich kann da jetzt gerade nichts sehen, das heißt, ich baue das wieder ein. So, hier sind unterschiedliche Methoden, die ich alle verwende und ich bin sicher, dass ihr das auch selber schon alles verwendet habt. Und jetzt möchte ich einfach auch mal die Leute, die gerne virtuell trainieren wollen, auffordern zu sagen, was kann man davon virtuell machen? Links oben die zwei Damen, die sind ganz klar besinnlich. Das heißt, das ist, wenn man den Leuten Aufgaben gibt, wo sie selber über was nachdenken, oft verbunden mit Schreiben. Das liegt natürlich einem gewissen Persönlichkeitstyp besser als einem anderen. Und das kann man auch virtuell machen. Das heißt, ich kann euch jetzt auffordern, zu sagen, schreibt einfach mal irgendwo auf ein Blatt Papier, was für drei Sachen ihr bisher jetzt schon gelernt habt, was ihr morgen anders machen wollt. Ne? In der Mitte sind zwei Herren, die machen gerade ein Rollenspiel, wo einer, es geht um Performance Management hier. Rollenspiele sind natürlich virtuell nicht ganz so leicht zu machen, aber wenn du die richtige Technologie verwendest, geht das auch. Aber würde sagen, das würde ich vorziehen, in einem Live-Seminar zu machen. Das ist unser Steuerberater, der da tanzt. Das ist natürlich was, was man machen kann. Das heißt, könnt ihr mal alle vielleicht aufstehen und euch auf eure zwei Beine stellen und eine Grimasse ziehen und mit dem Po wackeln. Natürlich ist hier jetzt die Herausforderung, dass ich kann euch nicht sehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer aufsteht. Ich habe auch keine Ahnung, was ihr macht oder ob ihr da irgendwie ein Interesse dran habt. Und das ist für mich halt schon die Herausforderung, wenn man digital trainiert, ohne dass man die Teilnehmer sehen kann. Ich habe mit einer Firma gearbeitet, die hat Videokonferenzen gemacht und wir haben dann halt auch Leute im Training gehabt, die irgendwo in Deutschland saßen oder in Frankreich. Das heißt, wir hatten eine Gruppe live da und dann ein TV, das heißt, wir konnten die sehen. Das ist dann eine Mischmöglichkeit, wo man wenigstens sehen kann, ob die Leute was machen. So im Moment kann ich nicht sehen, was ihr macht und das ist natürlich schwierig. Die andere Sache ist, wenn du zum Beispiel sechs Steuerberater dazu kriegst zu tanzen, dann verändert das die Atmosphäre in der Gruppe und das kannst du halt virtuell nicht machen. Oben rechts seht ihr, das bin ich, wenn du halt einfach einen Vortrag hältst oder wenn du mit Post-it-Notes arbeitest, wo die Leute mit dir reden und du moderierst. Kleingruppen, Arbeit, wo Leute halt Diskussionen haben oder in Paaren miteinander arbeiten. Und unten rechts ist so eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, ist, wo du experientiell mit Leuten arbeitest, wo Leute Aufgaben bekommen und eine Erfahrung bekommen. Und das ist einfacher, wenn du die Leute live siehst. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die Technologie sich dahin entwickelt, dass gewisse dieser Sachen auch virtuell bald möglich sind. Und welche Medien kann man verwenden im Training? Und hier auch, wir verwenden jetzt die PowerPoint-Präsentation, aber es gibt natürlich auch viele andere Sachen. Und hier ist das Flipchart, die PowerPoint, die Post-it Notes. Filme sind immer eine schöne Abwechslung, wenn man Filme benutzt.
Aber ihr seht zum Beispiel oben rechts, das ist der, das MTA-Kit. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. Das ist so wie ein großes Meccano. Und das ist wunderschön, wenn man im Teambereich arbeitet und gerne Beobachtungen über Gruppendynamik machen möchte. Aber es ist auch eine super Art, Energie zu schaffen. Ja, das ist zum Beispiel eine ganz tolle Methode, wenn du in einem Live-Seminar bist und es ist 3 Uhr nachmittags und die Leute sind ein bisschen fertig und du möchtest, dass die mehr Energie haben und auch anders miteinander interagieren. Und dasselbe ist hier mit der Murmelbahn. Ja, und im digitalen Bereich, wenn du virtuell trainierst, kannst du natürlich Filme verwenden. Du kannst eine PowerPoint-Präsentation verwenden und je nachdem, welche Technologie du verwendest, weiß ich, dass es mittlerweile auch Programme gibt, wo man zusammen Brainstorming machen kann. Aber das hängt natürlich davon an, welche Technologie dir zur Verfügung stellt. Wenn du innerhalb von Unternehmen trainierst, kann es sein, dass Unternehmen das alles mittlerweile haben. So, und jetzt in eurem Bild könnt ihr mal jemanden hinmalen, der vor den Teilnehmern steht. Das seid ihr selber. Jetzt geht es natürlich darum, dass ihr eure Energie und eure Einstellung beeinflussen könnt. Ja, das heißt, viele Leute sind nervös, wenn sie präsentieren. Ich kriege nicht den Eindruck, dass ihr nervös seid, weil ihr alle sagt, ihr habt eine sehr gute Erfahrung, wenn ihr trainiert. Und mein Ding ist immer, dass ich sage, wenn ich genug geplant habe, dann kann ich sehr spontan sein. Wenn ich nicht genug geplant habe, dann wird es sehr chaotisch. Es gibt absolute Unterschiede zwischen den Trainern, wie viel sie planen im Vergleich zu anderen. Ich habe mit Freunden zusammengearbeitet, Kollegen gearbeitet, die planen sehr, sehr wenig und es funktioniert trotzdem gut. Und das musst du halt selber wissen, wie weit du dich vorbereiten musst. Planen und Vorbereiten sind für mich zwei verschiedene Sachen. Planen ist, was du meistens früher machst und Vorbereiten machst du am selben Tag. Und das Wichtigste für mich ist State Management. Das ist das, was man heimlich auf der Toilette macht. Das ist das, wo man guckt, dass der Körper fit ist und dass der Körper in einem guten Zustand ist. Wo man auch sich darum kümmert, was man denkt. Das heißt, mein großer Glaube ist, dass die Leute in jedem Training möchten, dass du einen guten Job machst. Die möchten dir helfen und die meisten Menschen sind positiv. So, das heißt, du musst auf alle Fälle darauf achten, dass es dir gut geht. Eine Sache, die ich immer benutze, ist Musik. Ich benutze immer sehr viel Musik vorher und das ist zum Teil als Signal für meine Teilnehmer gedacht, dass es hier ein bisschen anders zugeht, aber es ist auch vor allem auch für mich. Ich suche immer Musik aus, die mich glücklich macht und die mir Energie gibt. Du musst dich um dich selber kümmern. Wer ein Trainer ist, der weiß, dass man dann neben viel Biscuits und Schokolade und Tee und Kaffee lebt und dass es auf Dauer nicht sehr gesund ist. Und dass man dann, wenn man nicht genug Wasser kriegt zum Beispiel, dann funktioniert dein Hirn nicht. Das heißt, du musst immer dich auch um dich selber kümmern, damit du deine Energie beibehältst. Und das beinhaltet auch so Sachen wie zum Beispiel eben nicht zu Mittag essen, mit den Teilnehmern gehen oder einen Spaziergang machen. Oder ganz klar nicht in diese Trap fallen, dass man meint, dass man über das Mittagessen dann noch spezielle Probleme der Teilnehmer lösen muss. Das Mittagessen ist für dich dazu da, dass du deine Energie kriegst und dass du ein bisschen Abstand bekommst und dass du rausfindest, wo du bist im Tagesablauf, was du ändern kannst und deswegen musst du da nicht auch noch extra Arbeit leisten. Man muss eine gute Strategie haben, um sich selber zu kümmern. Und das ist dasselbe, wenn du virtuell unterrichtest. Zum Beispiel, ich habe jetzt seit Anfang des Trainings nichts getrunken und das merke ich jetzt. Entschuldigt mich eine Minute. Ja, du musst dafür sorgen, dass es dir persönlich gut geht. Und in meiner Ansicht brauchst du Mut zur Präsenz. Das heißt, wenn du präsent bist und nicht in deinem Kopf, dann kannst du umgehen mit was immer dir die Leute auch präsentieren, was immer für Schwierigkeiten sich in einem Training darstellen, man kann damit umgehen. Aber wenn du in deinem Hirn bist und dir Fragen stellst, wo bin ich jetzt, was mache ich jetzt, warum sagt er das, warum guckt er, dann hast du diese Verbindung mit deinen Leuten verloren und wirst deine Energie wird sinken.
Wie können wir schnell die Gewinnung von Glaubwürdigkeit innerhalb von 3 Minuten? So einige dieser Sachen bieten sich an, auch virtuell. Das heißt, in eurem Bild könnt ihr euch jetzt ja mal ein paar schicke Klamotten geben in eurem Strichmännchen. Der erste Eindruck zählt, wenn du in den Raum läufst, dann machen sich die Leute sofort, bilden sich ihre Meinung, ob du jemand bist, dem man zuhören soll. Wenn du das digital machst, verlierst du 55% der Informationen nach der Untersuchung von Mehrabian, weil du nur noch Stimme hast und deine Worte. Und die Konsequenz für mich zum Beispiel für heute war, dass viel mehr Aufmerksamkeit darauf liegen muss, was ich sage, und auf die Präsentation. In meinen Seminaren, ich rede nie für 45 Minuten und ich habe niemals so viele Bilder oder überhaupt nicht so viele Slides. Aber wenn du das halt nur digital machst, dann musst du mehr darauf achten, was du sagst, wie du es sagst, und du musst mehr visuelle Attraktion bieten. Das zweite, wie man sich sehr schnell Glaubwürdigkeit verschafft, ist, dass man über seine Bildung, Position und Erfahrung redet, sehr schnell. Ich arbeite im Bereich Präsentationstraining mit einigen sehr jungen Frauen, die mit Akademikern arbeiten. Die Frauen haben alle selber einen Doktortitel, aber die haben oft Probleme, glaubwürdig zu erscheinen. Weil die schauen aus wie 18, auch wenn sie über 20 sind, und müssen vor Leuten reden, die 60 sind, meistens Männer, und eine gute Erfahrung darin zu hackeln. Wie heißt das im Deutschen? Ja, Fragen stellen aus dem Hintergrund. Und wir müssen dann, mein Job ist, den Frauen ganz, ganz schnell beizubringen, wie man innerhalb von einer Minute eine Einführung über sich selber gibt, dass die Leute sagen, okay, ich gebe dir mal eine halbe Stunde. Flüssigkeit als Kommunikator ist natürlich ganz wichtig, und man muss das sehr schnell herstellen, dass man seine Gedanken zusammenbringen kann. Und die Leute machen das, stellen ihr Urteil da sehr schnell zusammen. Das vierte ist Redegeschwindigkeit. In vielen Präsentationstrainings wird euch gesagt, dass man langsam reden soll, während die Research sagt, dass der Kommunikator, der als glaubwürdig gesehen wird, oft etwas schneller redet als normal. Und wenn ihr zum Beispiel in YouTube mal nach Leuten guckt, vor allem zu den amerikanischen Motivationsrednern, die reden unheimlich schnell. Und der fünfte Punkt ist, seid menschlich. Die Leute lieben nicht jemanden, der perfekt ist. Es gibt Stories von sehr guten Rednern, die mit Absicht auf die Bühne stolpern oder Anekdoten erzählen, die sie einfach als ein Mensch mit Fehlern darstellt. Ja? Und weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, am Anfang von diesem Seminar habe ich halt zum Beispiel darüber geredet, dass meine Sprache im Deutschen vielleicht eben nicht so flüssig ist wie im Englischen. Ja? Das ist so eine Art zu sagen, bitte erst verzeiht mir, ja, ich bin menschlich, das ist mein Fehler. So, und all das könnt ihr auch im digitalen wie im persönlichen Bereich machen. Kein Unterschied. So, die schwierigen Teilnehmer, das ist für mich so der interessante Punkt. Wo ist das anders im digitalen als im Live-Bereich? In eurem Bild könnt ihr vielleicht mal ein paar Gesichter malen von Teilnehmern, die ihr persönlich schwierig findet. Also hier sind so ein paar, die ich getroffen habe. Der Schweigsame, der Traurige, der Alleswisser, der Clown, der andere Trainer im Raum, der Emotionale, der Experte, der Zweifler, der Intellektualisierende. Ich kann euch garantieren, dass ihr immer jemanden habt im Publikum, der schwierig ist. Und hier sind die 5 Techniken, die ich meistens verwende. So, das eine ist, du musst vorbereitet sein. Vorbereitet hier im Sinne meint, du musst deinen Tag so gestalten, dass einige der schwierigen Teilnehmer, dass denen schon mal der Wind aus den Segeln genommen wird. Das heißt zum Beispiel derjenige, der immer redet. Wenn du den in eine kleine Gruppe stellst, dann hast du die Chance, dass er eben nicht so viel redet. Der Schweigsame. In Kleingruppen oder Paaren wird der was sagen. Wenn du eine gewisse Gruppe hast und an die eine Frage stellst, da kommt als gar nichts. Du teilst die auf in 2, 3 kleine Gruppen und der Raum ist voller Geschwätz. Du musst
zum Beispiel Post-it Notes kann man sehr schön verwenden, wenn du weißt, dass die Gedanken der Schweigsamen wichtig sind. Du hast also oft die Leute, die nichts sagen, sind oft introvertiert, die sind reflektierend. Das heißt, die haben oft sehr, sehr gute Ideen und Gedanken, weil die oft länger zuhören und sich länger über was Gedanken machen, bevor sie was sagen. Aber deren Ideen werden dann, die gehen oft verloren. Wenn du zum Beispiel ein Brainstorm machst, das sind immer dieselben Leute, die Extrovertierten, die laut sind, die die ganzen Ideen rausbringen. Und du musst in dem Sinne vorbereitet sein, dass du denkst, wie kann ich alle Leute beteiligen, sodass die guten Ideen rauskommen. Du musst auch vorbereitet sein, wenn du zum Beispiel die Leute kennst, dann dir halt ein paar Gedanken machen, wie du mit gewissen schwierigen Situationen umgehst. Und hier ist es natürlich nützlich, wenn du deine Einwände und Widerstände geplant hast, dann kannst du jetzt hier drauf eingehen und du weißt, wie du damit umgehst. Der Rahmen steht für Preframe. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagt. Preframe heißt, dass man Erwartungen ganz am Anfang managt. Dass man ganz am Anfang sagt, hier sind gewisse Sachen, die wir nicht behandeln. Oder du fragst zum Beispiel, ich meine, das macht ihr wahrscheinlich als Trainer auch alle, dass man so ein Gruppenagreement zusammen erstellt, sagt, welche Verhaltensweisen wollen wir in dieser Gruppe haben. Und das ist der Moment, wo du deine Grundregeln darlegst. Und wenn du die dargelegt hast, dann kannst du später darauf zurückkommen. Das heißt, das hier ist alles Vorbeugung. Also eine meiner Kundinnen hat so ein Training gehalten, ohne vorher zum Training zu kommen. Und die hat das nicht gemacht. Und die hat den ganzen Tag Probleme gehabt mit den Leuten. Du musst deine Grundregeln vorstellen und dann auch halt um Erlaubnis bitten, zu sagen, ich werde einige von euch unterbrechen müssen. Ist das okay? Dann sagen die ja, damit hast du die Erlaubnis zu machen. Wenn es ganz schlimm wird, nimmt man die Leute raus und hat eine Unterhaltung mit denen über Kaffee und Tee. Und manchmal muss man das halt auch direkt sagen, dass deren Verhalten diese Auswirkung auf die Gruppe hat und was du gerne möchtest, dass sie anders machen. Wenn du jemanden hast, der sehr erfahren ist, gib dem was zu tun. Bezieh den mit ein, schau, dass die moderieren können. Du kannst denen vielleicht auch sagen, warum sagst du nicht was dazu? Du kannst Fragen an die zurückstellen. Du musst halt nur aufpassen, dass die dir nicht die Show stehlen. Das heißt, wenn man sagt, ich weiß, Joris, dass du da unheimlich viel Ahnung drüber hast, kannst du mal in 5 Minuten ganz kurz zusammenfassen die 5 Tipps zum Thema Time Management. Ja, das heißt, du gibst denen damit, das ist auch wieder der Frame, du gibst denen einen Frame, du sagst ganz klar, du hast in 5 Minuten, hast du die Stage, ja, und nicht für die nächste halbe Stunde. Die andere Möglichkeit, die 5. Möglichkeit ist, dass du das benutzt, um zu lehren. Zum Beispiel, wenn dein Thema Teambuilding ist oder Gruppendynamik und gewisse schwierige Verhalten treten auf, dann kannst du das benutzen. Ich würde sagen, das ist mehr so eine fortgeschrittene Methode, weil du kannst da natürlich tierisch auf die Nase fallen, wenn du das machst. Also ich habe das zum Beispiel in meinem Workshop gemacht, wo du jemanden hast, der ganz klar ständig redet. Und da wir das Thema hatten, war das absolut angebracht zu sagen, was macht man mit Leuten wie so und so, die ständig reden. Und ich wusste, dass ich habe eine Beziehung mit der Person, und natürlich habe ich die für eine Weile beobachtet, bevor ich das mache. Aber du kannst schwierige Verhaltensweisen immer nehmen, auch als eine Lehrmethode. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, bevor ich zu unserem Geschenk komme, hat jemand gezählt? Und wenn ja, wie viele Methoden habe ich vorgestellt? Und wie viele davon können digital angewendet werden. Und wenn jemand mir sagt, wie viele englische Worte ich benutzt habe, dann werde ich bestimmt sehr entsetzt sein. Das Geschenk ist 5 30-Minuten-Sitzungen, Workshop-Leiter-Erkundungssitzungen, in denen du mit mir reden kannst und fragen, wir können uns darüber unterhalten, was du erreichen möchtest, wo du im Moment stehst, was die nächsten Schritte sind, aber auch, was dich bewusst oder unbewusst zurückhält. Wenn du daran interessiert bist, bitte schick mir ein E-Mail an uta@utalengli.com. Ich bin im Dezember ein paar Tage in Deutschland und könnte auch mit jemandem an einem ganz speziellen
Problem arbeiten, zum Beispiel wenn jemand ein Seminar strukturieren möchte oder ein Problem hat, die Möglichkeit besteht, bitte just schreib mir eine E-Mail und dann kann ich zurückkommen auf dich. Wie ihr wisst, ist ganz gutes Verhalten im Bereich Training immer zu fragen, was kann ich besser machen, wie ist das Feedback? Und deswegen haben wir den SurveyMonkey und das kommt in der Chatbox, kommt der Link. Das heißt, wir würden euch bitten, die Umfrage auszufüllen. Da kommt der Link von Heiko. Und wir sind nachher, nach den Fragen, noch 15 Minuten im, in einem Skype-Meeting. Und wenn ihr, da mitmachen möchtet, dann bitte füllt die Umfrage aus, weil am Ende der Umfrage kommt der Ort, wo wir uns da treffen. Das hört sich ein bisschen komisch an, ne? Wo wir uns treffen, wo wir uns auf Skype treffen. Shelia kommt jetzt zurück und moderiert ein paar Fragen, falls ihr Fragen habt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Okay, könntest du mich hören? Jetzt wieder? Puh. Ja. bist du erschöpft? Wie heute ganz schön viel gesprochen, gell? Right. Train Jane. Ja. Nimm du ein Stück Wasser und ich werde schon mal erstmal beginnen. Okay. Also wir haben, also wie immer, die schöne Question-and-Answer-Runde und ihr könnt die Gelegenheit nutzen, Fragen zu stellen an Uta. Die ist dort für euch da für die nächsten 10 Minuten hier in diesem Bereich. Und wenn es spezielle Fragen zu Webinare gibt, bin ich auch gerne da bereit, zusätzlich Fragen zu beantworten. Deswegen schieße mal los und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht es anonym, indem ihr eure Frage in den Question-Box schreibt. Und ich werde es für euch vorlesen. Oder aber, ihr seid so mutig und ihr hebt die Hand. Und wir machen euch von stumm auf laut und klären das einfach ganz persönlich. Und das ist sowieso immer die schönste Art und Weise. Ah, die Marilyn. Warte mal kurz, ich mache dich auf laut. Grüß dich, Marilyn. Hallo, Shelia. Hi. Ich habe eine Frage zum MTA-Kit. Kannst du bitte mehr dazu sagen? Sag nochmal, das MTA-Kit. Ja, genau. Ah, das ist, sind so zwei. Ich habe versucht, auf Amazon zu schauen, aber ich habe es jetzt unter Google gefunden. Aber was genau kann man mit den Teilnehmern mit dem MTA-Kit machen? Das MTA-Kit kommt mit vier großen Büchern, mit Anleitungen. Du kannst also so ganz einfache Spiele machen zur Aufwärmung, zum Beispiel Ketten machen. Oder wir haben eine Sache, wo man eine Murmel transportieren muss, ohne die zu berühren und ohne auf den Boden. Und das ist ein wunderschönes Teambuilding. Kann aber, du hast immer mehrere Lernpunkte und also die MTA-Leute, die machen auch so ein Training und die geben dir halt auch Ideen, wie man das Debriefing macht hinterher. Okay, super, danke. Und es ist riesengroß, weißt du, diese meterlange Dinger und große Schrauben. Also das ist so sehr, sehr, kann man sehr anfassbar, funktioniert sehr gut mit männlichen Gruppen. Weißt du einen ungefähren Kostenpunkt von dem? 1000 Pfund. Okay. Puh, das ist leider teuer. Das ist schon teuer. Das ist auch sau schwer. Also das ist wirklich schwer. Aber es gibt so Momente, wo ich da immer unheimlich dankbar bin, wenn ich das dabei habe. Das kann man vorstellen. Mhm. Dankeschön. Okay. Ja. Danke, Merlin. Ich mache dich wieder auf Sturm. Und da ist noch eine Frage von Rainer. Moment, ich mache dich auf laut. Grüß dich, Rainer. Ja, hallo. Ich bin zu hören. Hallo. Ja. Ja, wunderbar. Uta, ich glaube, dich richtig verstanden zu haben, dass du auch sehr auf die Interaktion der Teilnehmer achtest. Ja. Das mache ich auch sehr gern und das klappt auch wunderbar. Das Einzige, die einzige Erwartung, die da manchmal quer steht, das ist die von manchem Teilnehmer, glücklicherweise selten, die einfach in Vorträge verliebt sind. Ja, was machst du, wenn du merkst, dass deine Teilnehmer mit so einer Vortragserwartungshaltung kommen, das aber deiner Lernmethode völlig widerspricht? Also ich mache das sehr viel, dass ich da sehr schnell dazu sage, wie meine Methode ist. Und auch, aber das ist so eine andere Sache, ich stelle denen immer den Lernzirkel vor, der Kolb. Oh, das mache ich jetzt auf Englisch, okay? The Learning Cycle. Ja. Dass du hast den Aktivisten, den Reflektor, heißt es im Deutschen auch, den Theoretiker und den Pragmatiker. Und dass das eben ein Zirkel ist, den wir alle durchgehen wollen, müssen auch. Ja, dass wir alle zu einem Stil uns hingezogen fühlen,
aber das wir alle brauchen. Und das heißt, ich weiß, dass ihr gerne da sitzen würdet den ganzen Tag, aber dass euch das nicht so viel bringt. Das sei ansprechen. Und dann so Leute, die gerne sitzen und nachdenken, manchmal lasse ich die auch als Beobachter sein zum Beispiel. Macht das Sinn? Mhm. Ja, klar. Mhm. Auf jeden Fall. Stimme ich dazu. Mhm. Okay, danke Rainer. Mach dich wieder mal auf Stumm. Wer hat noch eine Frage? Heute Abend sind ganz wenige Fragen. Ich bin total erstaunt. Wollt ihr nichts mehr wissen von der Uta? Ist eine großartige Chance. Oder einfach auch miteinander, also Erfahrungen mitteilen oder was auch immer. Niemand? Ja, doch, der Rainer. Ach, sehr toll. Rainer, das finde ich großartig. Was magst du sagen? Okay, das ermutigt mich, eine Frage zu stellen, Uta. Ich bin leider mit deinem Vorschlag, ein Bild zu malen, nicht zurechtgekommen, weil ich zu Beginn nicht verstanden habe, was du damit gemeint hast. Vielleicht ging es nicht nur mir so. Was hast du gedacht bei dieser Methode, was wir tun sollen und was du damit erreichst? Dass man einfach dass du dich nicht abschaltest, ja, sondern die meisten Leute, die malen ja sowieso rum und einfach eine gezielte Doodling. Es war für mich eigentlich ein Experiment, so dass ich bin sehr, sehr glücklich über das Feedback. Zu sehen, kann man das machen, macht es Sinn, ohne zu viel vorzuschreiben. Hm. Das war einfach eine Idee. Und wenn es ein Flop war, dann ist es gut zu wissen. Ja, ich will mich da nicht zum Maßstab machen. Nein. Ich denke auch, dass es absolut nicht der Maßstab ist. So mein Feedback dazu ist, also du solltest das Bild, was hier ist, also wer zu dem Skype-Gespräch kommt, der sieht mein Bild, was ich gemalt habe. Weil ich hab auch nicht gewusst genau, worum es geht, aber ich habe einfach mal so nach meinem Gefühl gemacht. Ich bin auch ein irrsinnig kinästhetischer und visueller Mensch und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Vielleicht ging es jemand anders auch so. Ich denke, das wird vom Typ auch abhängig sein. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, Rainer. Das ist so, dass man seine Zirkel schließen muss am Ende. Ne? Am Ende wollte ich eigentlich irgendwo fragen, bevor ich gemerkt habe, dass wir schon so spät sind, wie das Bild aussieht. Und dass meine Hoffnung ist, dass das Bild aussieht, wie mein Trainingsraum normalerweise aussieht. Mit vielen Sachen an der Wand, vielen Flipcharts und etwas chaotisch, weil nämlich Sachen passiert sind. Das war so die Konklusion. Das heißt, wenn ich einen Trainingsraum verlasse, dann hängt immer ganz viel an der Wand, sind sehr viele Flipcharts, die Leute haben sich verschieden gruppiert, Sachen liegen auf dem Boden und wir haben sehr viele Blätter überall. Genau. Okay. Danke, Rainer, ich mache dich wieder auf Stumm. Danke, ja. Okay, also ich denke, ich gebe noch, Rainer, warte mal, Rainer, hast du wieder deine Hand gehoben oder habe ich das falsch gesehen? Nee, das war ein Versehen anscheinend. Okay, letzte Chance noch eine Frage zu stellen, beziehungsweise noch in diesem Webinar-Rahmen und dann wechseln wir zu dem Video-Chat-Raum, was total toll ist, eine ganz andere Gelegenheit, sich zu begegnen und weiterhin zu diskutieren. Wer hat noch was? Und wenn ich nicht schnell was sehe, dann verabschiede ich uns alle. Noch niemand. Okay, alles klar. Also, Uta, ich danke dir recht herzlich. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr Teilnehmer was gelernt habt. Gebt uns bitte euer Feedback dazu, wie euch das Webinar gefallen hat. Der Link steht immer noch auf der Folie und auf der Danke-Seite, nachdem ihr das erfolgreich absolviert habt, kriegt ihr die Hinweise dazu, wo wir uns heute Abend für die nächsten 15 Minuten treffen im Live Online-Video-Chat. Die Uta hat, glaube ich, keine Webcam heute Abend, das macht nichts, sie müsste ihre Haare dann nicht kämen, das kam mir gerade recht. Und was ich auch sagen wollte heute Abend, viele sind schon gegangen jetzt, aber das ist die vorletzte Helden-Donnerstag-Webinar in der Reihe und unbedingt nächstes Mal dabei sein, weil ich werde es euch erzählen, eine Überraschung, wie das weitergeht im nächsten Jahr. Bleibt dran, das wird euch gefallen, da bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Abend und wer möchte, wir sehen uns im Skype. Ute, magst du auch? Ja. Ja, danke schön. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, ja.